Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Der aus Ludwigshafen stammende diesjährige Chemie-Nobelpreisträger Professor Dr. Stefan Hell war am Montag zu Gast in seiner Heimatstadt. Hell erhielt den diesjährigen Chemie-Nobelpreis zusammen mit zwei Kollegen für seine Entdeckungen im Bereich der Fluoreszenzmikroskopie. Auf Einladung von Oberbürgermeisterin Dr. Eva Lohse besuchte er das Rathaus und trug sich dabei auch in das Goldene Buch der Stadt Ludwigshafen ein. Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl. Wobei, ich muss schon sagen, ich bin immer wieder da. Ich bin etwa zweimal im Monat da, weil ich auch sehr starke private Bindungen hier habe. Aber ich war noch nie hier oben auf dem Rathauscenter und noch nicht natürlich bei der Oberbürgermeisterin. Das ist natürlich schon eine tolle Sache, mal hier zu sein und auch die Stadt von oben zu sehen. Man hat hier einen herrlichen Ausblick. Ja, Sie haben vorhin erwähnt, Ihren Vater lebt noch in Ludwigshafen. Sind Sie dann öfter zu Besuch hier? Ja, ich bin immer wieder da und besuche ihn. Andererseits kommt er natürlich auch nach Göttingen, wo wir wohnen. Also die Verbindung ist nach Ludwigshafen ist nie abgerissen. Sie haben vorhin erwähnt, beziehungsweise kurz angeschnitten, Sie haben Chemie in der 10. Klasse abgewählt. Gab es dafür irgendwelche Gründe? Also nicht, dass in Chemie schlecht gewesen wäre, aber die Mainzer Studienstufe, also wie damals dieses Schulsystem in der Oberstufe hieß, hat nicht zugelassen, dass man 3 Naturwissenschaften hatte. Und ich habe dann Informatik genommen und dann musste ich mich gegen eine Naturwissenschaft entscheiden, es sei denn, ich sattel noch eins drauf. Und ich glaube, das wird in der Öffentlichkeit oft verkannt. Man kann als Naturwissenschaftler eine sehr hohe Lebensqualität haben. Man kann als Wissenschaftler seiner Neugier nachgehen. Man kann Dinge entdecken, die vorher keiner entdeckt hat. Und wenn man sehr erfolgreich ist, dann sehen Sie ja zum Beispiel jetzt bei mir und dann kommt der Rest auch dazu. So, wir haben jetzt hier schon den zweiten Nobelpreisträger aus Ludwigshafen, der sich auch heute in das Goldene Buch der Stadt eingetragen hat. Wie stolz macht Sie das? Ja, die Stadt Ludwigshafen ist natürlich stolz über diesen Nobelpreisträger. Wir sind stolz auf Stefan Hell. Er hat am Karl-Bosch-Gymnasium Abitur gemacht. Karl Bosch war übrigens der erste Nobelpreisträger der Stadt. Er hat damals schon eine Klasse übersprungen und hat offensichtlich schon die Liebe zur Naturwissenschaft im Karl-Bosch-Gymnasium entwickelt. Er hat heute erzählt, dass ein Lehrer am Karl-Bosch-Gymnasium mitverantwortlich war für seine Nähe zur Physik. Und das ist jetzt gekrönt worden mit dem Physik-Nobelpreis. Da ist die Stadt stolz, da sind wir stolz. Im Anschluss an den Empfang im Rathaus führte es Hell zurück an seine ehemalige Schule, das Karl-Bosch-Gymnasium, wo er 1981 sein Abitur ablegte. Dort machte er einen Rundgang durch die Schule und stattete unter anderem auch dem Chemiesaal einen Besuch ab. Dabei unterhielt er sich auch mit der Schulleitung und aktuellen Schülern des Gymnasiums und erzählte einige Anekdoten. Ja, wie stolz sind Sie denn, mit ihm befreundet gewesen zu sein oder auch noch zu sein? Ich bin unheimlich stolz. Stefan war ja mein Klassenkamerad und ich saß auch neben ihm in der 10. Klasse. Das liegt daran, dass ich ihn recht gut kenne, weil wir beide in Oggersheim wohnen. Dann sind Sie wahrscheinlich auch zusammen morgens mit dem Bus gefahren, so das Übliche. Ja, wir sind zusammen mit der Straßenbahn gefahren und ja, Stefan ist eigentlich ein sehr umgänglicher und war ein sehr angenehmer Mitschüler. Für die Schüler war der Besuch des Nobelpreisträgers durchaus etwas ganz Besonderes. Ich habe Biologie und Chemie als Leistungskurse. Das heißt, ich gehe schon ein Stück weit in die Fachrichtung, muss allerdings sagen, dass ich in Physik nicht so das Interesse habe, aber er hat ja auch den Chemie-Nobelpreis bekommen, obwohl er Physiker ist. Und es ist schon was einen sehr interessiert, vor allem auch in Biologie, weil es ja auch von der Fachrichtung her damit was zu tun hat, dieses Mikroskop. Es ist ja einfach auch für die Biologie sehr, sehr wichtig und sehr interessant auch. Ja, genau. Und inwieweit motiviert euch das jetzt, zu sehen, dass ein Nobelpreisträger hier an dieser Schule war? Also, ich denke einfach, dass es mal was Neues ist und einen motiviert, einfach nach vorn zu schauen und sich große Ziele zu setzen und zu denken, dass man einfach alles schaffen kann, was man sich vorsetzt. Genau, ähnlich oder? Ja, ich würde sagen, vor allem, dass auch jemand, der bei uns auf der Schule war, genauso wie wir hier Schüler war, auch, ich sage jetzt mal, nichts Besonderes, aber trotzdem im Endeffekt das erreicht hat, was viele Menschen anstreben, einen Nobelpreis hat und so berühmt geworden ist. So, Herr Hell, Sie waren jetzt nach langer Zeit wieder an Ihrer Heimatschule, sage ich mal so. Welchen Eindruck haben Sie denn? Ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Es hat sich einiges verändert, zum Positiven, wie ich finde. Ich finde auch diesen Schwerpunkt mit Musik sehr, sehr schön. Vieles ist auch noch interessanterweise beim Alten geblieben. Ja, das Chemielabor ist dasselbe, hat auch noch die gleiche Atmosphäre wie damals. Ja, es freut mich vor allen Dingen, dass viele meiner ehemaligen Klassenkameraden hier sind.
Der Kontakt war nie ganz abgerissen. Das heißt, die einen und anderen, die heute da waren, habe ich auch zwischenzeitlich ein paar Mal gesehen. Aber es ist natürlich schön und eine tolle Überraschung, wenn man ja ins Schulgebäude reinkommt, dann sieht man plötzlich alte Schulfreunde. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war eine sehr, sehr schöne Überraschung, sehr schöne Geste. Dann habe ich abschließend noch eine Frage. Was Sie erforscht und entdeckt haben, wo finden wir das in der Zukunft wieder? Ja, ich habe herausgefunden, dass man mit einem Lichtmikroskop viel feinere Details sehen kann als das, was man geglaubt hat, das möglich wäre. Und das ist wichtig, um herauszufinden, wie zum Beispiel lebende Zellen funktionieren. Nun ist es so, dass letztendlich die Zelle der Grundbaustein eines jeden lebenden Organismus ist. Und wenn man also verstehen will, wie ein Organismus funktioniert, dann muss man die Zelle verstehen. Es gibt viele verschiedenste Arten von Zellen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und was man jetzt aufgrund dieser Entdeckung machen kann, man wird viel besser oder man kann viel besser in eine lebende Zelle hineinschauen, sehen, wie die Moleküle miteinander wechselwirken und was Leben eigentlich auf molekularer Skala bedeutet. Die praktische Bedeutung für jedermann ist, dass man dann auch besser verstehen wird, wie Krankheiten auf molekularen Level funktionieren. Sie wissen zum Beispiel ein Arzneimittel, wenn Sie das nehmen, das sind meistens Moleküle und die Moleküle greifen irgendwann andere Molekülen an. Man hat bisher oft raten müssen, man hat verschiedene Sachen ausprobieren müssen, um zu sehen, was funktioniert, welches Medikament funktioniert wie. Oder man hat versucht, vieles im Reagenzglas zu machen. Aber man wird in nächster Zukunft wird man direkt sehen können, was zum Beispiel ein Medikament macht, direkt in der Zelle im zeitlichen Ablauf. Und das ist wichtig, um Medikamentenforschung zu machen, um Krankheiten zu verstehen und zu bekämpfen, virale Infekte zu verstehen. Das hat eine weitreichende Konsequenz. Ich bin sicher, dass das Gesundheitswesen und Krankheitsverständnis in den nächsten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren aufgrund dieser Entdeckung maßgeblich beeinflusst wird. Das heißt, das wird uns am Ende alle betreffen. Ich hoffe zum Positiven.